Hallihalli, meine Lieben, und herzlich willkommen zu 19. Teil von Mein Server aka Minecraft Server. Heute erkläre ich euch, wie ihr kostenlose ein Domain für eure Serveradresse bekommt. Vielleicht kennt ihr das nicht oder doch, dann bleibt in das Video dran, weil jetzt kommt der Intro. So Leute, herzlich willkommen. Ich zeige euch heute eine kostenlose Weise, wie man eine Domain für euren Server kriegt. Vielleicht wisst ihr nicht, was Domain heißt. Wusste ich auch für den Anfang nicht. Domain ist halt sowas geplant oder ist sowas. Wenn wir kein Domain haben, sind es halt nur Zahlen, wie bei unserem Server. Wenn wir keine Domain gekauft haben, sind es halt nur Zahlen wie 883.178. irgendwas. Und ganz ehrlich, wer merkt diese Zahlen? Also ich merke die Zahlen jetzt nicht. Das Pech ist auch dazu, die ändern sich auch manchmal. Und dann merkt man die gar nicht. Eine Domain macht so, dass die Zahlen keine Zahlen mehr sind, sondern Buchstaben. Beispiel funkyhd.de. Da weiß ich im Kopf, kann ich in ein paar Jahren noch wissen, funky.de ist die Webseite oder mein Minecraft-Server. Und das will ich euch heute zeigen, wie eine kostenlose Domain macht. Das erste, was wir brauchen, ist Google. Wir öffnen Google, geben NoIP ein, erstellen hier einen Account oder wie ihr wollt, erstellt euch erstmal einen Account. Wenn ihr hier drinnen seid, könnte es sein, dass die sofort euch einen anderen Bildschirm zeigt, wie bei mir. Bei mir kommt jetzt das, hier kann ich meine IP-Adresse sehen, so sozusagen mein Domain, wie das heißt. Bei euch kommt sofort ein Bildschirm, wo steht, wo ihr eure IP-Adresse eingeben müsst und sowas. So, bei euch wird es vielleicht genau so aussehen oder auch vielleicht nicht. Das erste, was ich machen würde, ist erstmal hier raufdrücken. Dann hier auf Hostnamen erstellen. Und hier ist es jetzt wichtig, hier den Namen einzugeben, wie ihr euren Server haben möchtet. Beispiel jetzt funky-hd. Hier könnt ihr aussuchen. Es gibt leider, hier seht ihr auch freie Domains, die ihr hier auswählen könnt. Sucht euch gerne eins raus, was euch gefällt. Ich nehme jetzt Beispiel. Hier drinnen kommt eure IP-Adresse. Die IP-Adresse, also IPv4. Wie ihr die findet, ganz einfach, ihr geht hier, gebt ihr auf Google meine IP ein, geht auf den ersten, zweiten Link, wartet bis es ein bisschen geladen hat und bei IPv4, das ist was genau hier ist, seht ihr eure IP-Adresse, die kopiert ihr, fügt ihr hier ein und dann drückt ihr auf Host erstellen. Bei mir steht jetzt, weil der Name schon vorhanden ist oder nicht geht, mache ich jetzt mal irgendeinen Testnamen. OKP, ich weiß nicht, geht auch nicht, wir brauchen, es wurde erstellt. Viele werden jetzt sagen, ihr müsst die App herunterladen, aber ich sage, ihr müsst es nicht tun, weil wenn NoIP erkennt, okay, da passiert was mit die IP-Adresse, dann funktioniert es sofort. Ich könnte jetzt mal Minecraft-Server starten, mache ich mal. So, falls wir jetzt in Minecraft sind, gehen wir auf Mehrspieler, auf Server hinzufügen. Davor kopieren wir uns die IP-Adresse, geben jetzt Namen ein, Funky, und gucken, ob der Server online ist. Dann jetzt diesmal ein bisschen lange laden, lass das laden und dann gucken wir weiter. So, okay, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, ich habe noch die alte IP-Adresse von meinem Server reingemacht, also von meinem IPv4, da hat sich, wundere ich mich gerade, warum es da ganz nicht ging, aber jetzt seht ihr, steht hier Funky, mein Server, kann ich jetzt raufgehen und ich könnte jetzt hier machen, was ich möchte, ohne eine richtige IP-Adresse zu zeigen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt helfen, mit eurer IP-Adresse zu erstellen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, bis dann, ciao Leute.